Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Ja, wir stehen hier auf dem Kurt-Georg-Kiesinger Platz und schauen Richtung LBBW. Und dieses Motto hier hat mir sehr gefallen, dachte ich mir, das nehme ich mit. Weil die Vision hier in Baden-Württemberg, eine Schnellbahnstrecke zu bauen, so wie sie andere Bundesländer schon lange haben, die finde ich seit 20 Jahren so klasse. Und diese Kleingeister, die hier jammern, wenn in einer Baugrube eine Pfütze ist, die kann ich nicht verstehen. Aber genug davon. Wir schauen uns mal an, was heute auf der Baustelle passiert ist. Und zwar als erstes dieser Abschnitt, von dem ich schon einige Mal berichtet habe. Wir sehen, die Verschalung ist um 2/4 weiter fortgeschritten. Ich nehme die Kamera mal ein bisschen höher. Dafür hört ihr mich nicht mehr so gut, aber Hauptsache wir sehen was. Und dann kann ich mal reinzoomen. Das geht hier Stück für Stück schön weiter. Der Anschluss des Haupthammler West war letztes Mal noch nicht komplett fertig und da müssen wir noch ein bisschen zoomen. Das sieht jetzt schon besser aus. Und natürlich, exakt hinter mir ist ja gerade die S-Bahn dran. Das heißt, die letzte Decke wird abmontiert. Und da laufen wir mal rüber und schauen uns das an. Ja, da ist schon ein ordentliches Loch drin, gutes Stück von der Decke abgebrochen. Das dauert also auch nicht mehr lange und es ist komplett demontiert. Und das letzte Hindernis hier im Trogbereich ist verschwunden. Ich glaube, trotz Dunkelheit kann man das gut abschätzen, dass die Höhe der Bahnsteige, die wir hier in der Armierung sehen,
etwa die gleiche Höhe ist wie die Erde hier. Und das hat etwa die Kante von der S-Bahn-Wand. Somit ist die Vertiefung nach unten auch wirklich das letzte Stück, um das Fundament für die Bahnsteige und die Gleise zu bauen. Apropos Bahnsteige bauen, da hinten steht gerade eine Betonpumpe und ich sehe gerade nicht, was gemacht wird, aber offensichtlich arbeiten sie da noch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.